Er meinte dann zu mir, er hat die Truhe geöffnet und dachte eigentlich, da kommen jetzt epische Karten raus. Aber es gab wohl einen Ultra-Bug bei ihm und er hat dann einfach mal aus der epischen Truhe eine legendäre Karte bekommen. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Clash Royale Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich mal ein sehr, sehr interessantes Thema für euch vorbereitet. Aber vorweg, heute gibt es mal nach einer sehr, sehr langen Zeit ein Gewinnspiel. Und zwar momentan läuft noch eins auf Instagram. Da verlose ich unter meinem letzten Bild 15 Euro iTunes und Google Play. Einfach mal auschecken. Ich blende hier mal ganz kurz meinen Namen ein. Und des Weiteren läuft das Ganze hier auch nochmal auf YouTube. Das heißt, ihr habt die Chance, hier einmal eine 15 Euro iTunes und eine 15 Euro Google Play Karte zu gewinnen. Das Einzige, was ihr machen müsst, um dran teilzunehmen, ist natürlich mich abonnieren, diesem Video einen fetten Daumen nach oben zu geben und in die Kommentare zu schreiben, was für ein Device ihr habt, also iOS oder Android. Und wenn ihr Bock habt, schreibt noch irgendwie eine coole Frage dazu, dann kann ich die vielleicht im nächsten Video mal beantworten. Und ich will jetzt einfach mal sagen, Leute, es geht direkt los. Und wir haben einfach mal zu Beginn hier eine Clan-Truhe. Und die würde ich einfach mal sagen, öffnen wir auch mal direkt. Bin echt mal gespannt. Ich habe seit längerer Zeit hier keine legendäre Karte mehr rausbekommen. Das heißt, es wird langsam mal wieder Zeit. Habe jetzt ja nicht geguckt, wie viele epische Karten, wie viele Rare-Karten da rauskommen müssen. Aber wir haben noch lange nicht alle Common Cards, das heißt, ja, da wird leider keine epische Karte, keine legendäre Karte, meine ich, rauskommen. Wir kriegen ja nochmal zweimal den Scharfrichter. Also auf jeden Fall eine ganz solide Chest, war jetzt nicht das Allerkrasseste, aber auf jeden Fall ganz in Ordnung. So Leute, ich werde jetzt einfach mal probieren, einen Duo-Kampf zu machen und euch gleichzeitig das Thema zu erklären. Ich bin echt mal gespannt, ob ich das hinkriege. So schnelles Spiel. Und dann würde ich einfach mal sagen, Leute, fangen wir direkt an. Und zwar hat mir vor ein paar Tagen ein Zuschauer per Instagram eine Nachricht geschrieben und meinte so, yo, hier, ich wollte mir ganz normal im Shop eine legendäre Karte, nee, eine legendäre Truhe holen. Beziehungsweise er meinte irgendwie, ein Kumpel von ihm wollte sich ganz normal im Shop eine legendäre Truhe holen, nur dass der irgendwie kein Instagram oder sowas hat und mir deswegen nicht schreiben konnte. Auf jeden Fall hat er sich diese epische Truhe dann auch geholt, nur es gab für ihn ein Problem. Und zwar kostet eine epische Truhe 10.000 Gold. Und bei ihm war das so, dass keine 10.000 Gold abgezogen wurden, sondern einfach mal 500 Gems. Und es gibt nur eine Sache, bei der von jemandem 500 Gems abgezogen werden. Und das ist, wenn man eine legendäre Truhe kauft. Und das Ding ist dann, er meinte dann zu mir, er hat die Truhe geöffnet und dachte eigentlich, da kommen jetzt epische Karten raus. Aber es gab wohl einen Ultra-Bug bei ihm. Und er hat dann einfach mal aus der epischen Truhe eine legendäre Karte bekommen. Leute, was geht ab? Einfach mal aus einer epischen Truhe eine legendäre Karte. Und jetzt habe ich hier gerade den Zap verkackt, ne, den Lightning Spell. Also das habe ich bisher noch nicht wirklich mitbekommen. Das ist auf jeden Fall eine echt komische Sache. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas schon mal irgendwo mitbekommen habt. Ich muss auch gleich nochmal gucken. Nicht, dass da vielleicht sogar jemand schon was hochgeladen hat. Auf jeden Fall blende ich dann vielleicht mal ganz kurz ein, ob ich da noch was zu gefunden habe. Das habe ich jetzt leider vorweg noch nicht gemacht. Aber ich habe bisher noch nicht von jemandem gehört, dass jemand irgendwie aus einer epischen Truhe eine legendäre Karte gezogen hat. Also man kann sozusagen erwähnen, er hat oder er wollte eigentlich eine epische Truhe kaufen. Dann gab es irgendwie einen Bug und er hat eine legendäre Truhe gekauft. Auf jeden Fall relativ komisch, aber naja, ihr wisst ja alles, was es schon für Bugs hier in Clash Royale gab. Und ich habe ja auch schon mal eine Serie dazu hochgeladen. Muss ich mal gucken, ob ich dazu noch ein paar Bugs finde, dass ich euch nochmal die Serie auffrischen kann. Ob ich da vielleicht nochmal ein paar Sachen finde. Ansonsten könnt ihr, wenn ihr irgendwelche Bugs oder Glitches entdeckt, könnt ihr mir das auch gerne per Instagram schreiben. Einfach mir folgen hier. Auf der anderen Seite steht mein Name, @reclashgames. Alles ganz easy.
Und ich würde sagen, wir überrennen die jetzt hier einfach mal ein bisschen. Ich setze hier mal einen Blitz ein, so zack, zack, zack. Alles ganz gechillt, Leute. So läuft der Hase. Unser Golem ist immer noch full live am Start. Er geht damit den Elite-Barbaren rein. Ich gehe hier mit einem Elektromagier rein. Und ich würde einfach mal sagen, wir haben das Ding gewonnen. Da kann er jetzt eigentlich nichts mehr machen. Vor allem der Golem lebt doch einfach immer noch. Und das heißt einfach mal gutes Spiel. Und Leute, nice Sache. Also wie gesagt, legendäre Karte aus epischer Truhe. Er hat ja auch nochmal, also er hat hier zwei Screenshots mir geschickt. Einmal, wo er den so im normalen Screen halt da sehen konnte. Und dann im Endeffekt, wo dann die epische Truhe war. Und dann steht da ja, you got. Und dann halt den Lumberjack. Also auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Und ich würde nochmal sagen, ein Duo-Kampf können wir auf jeden Fall nochmal machen. Der hier hat ganz gut funktioniert. Und das machen wir dann auch schon mal direkt hier. Let's go, nächster Duo-Kampf. Wir müssen hier ein paar Truhen holen, denn ich glaube, demnächst bekomme ich sogar auch irgendwie eine epische Truhe. Ne, nicht eine epische Truhe, eine Magical Chest. Oder eine legendäre Truhe, das weiß ich gerade nicht zu 100%, aber ich glaube, ich werde demnächst nochmal eine fette Truhe bekommen. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Und wir müssen jetzt hier erstmal gucken, dass wir den hier verteidigen, den Magier. Und hier brauchen wir mal ein Kampfholz. Sonst haben wir hier auf der Seite ein Problem. Skelette zur Ablenkung. Kollege, Bro, du musst ja auch jetzt mal was setzen. Sonst so alleine hier diesen Push zu verteidigen, ist, glaube ich, ein bisschen hart. Gut, da ist jetzt eine... Ja, aber die Hexe sollte da eigentlich nicht so viel Schaden machen. Wir können hier vielleicht nochmal einen Blitz raufsetzen. Zack, zack, zack. Okay, haben wir auch nochmal ein bisschen Schaden gemacht. Und das Problem ist jetzt natürlich, dass wir unsere Elixierpumpe genau auf die Seite gesetzt haben. Oder beziehungsweise, dass er genau auf der Seite gepusht hat, wo jetzt schon unsere Elixierpumpe ist. Gut, Elixiersammler kommt jetzt nochmal auf der linken Seite. Dann können wir nochmal ein bisschen hier anfangen weiter zu pumpen. Und ich hoffe mal, dass sie uns jetzt nicht überrennen. Da kommt aber schon wieder ordentlich was. So, zack. Skelette hier zur Ablenkung. Ich habe dann ja auch nochmal meine Nachthexe. Das sollte eigentlich reichen. Das sollte eigentlich reichen. Genau, es reicht auch. Der kriegt keinen Hit. Und das sieht doch bisher schon mal ganz gut aus, muss ich echt sagen. Das sieht ganz gut aus. Und die scheinen nicht irgendwie einen Feuerball oder sowas zu haben. Deswegen setze ich hier schon mal meine nächste Elixierpumpe ein. Er setzt hier seinen Prinz ein. Ich hau hier meinen Elektromagier rauf. Zack, alles gechillt. So, sehr schön. Bitte überleb, Elektromagier. Ja, schade, leider nicht. Okay, die letzte Minute bricht an. Wir gehen mit unserem Golem rein. Wo bleiben die Elite-Barbaren von denen? Wo bleiben die Elite-Barbaren? Wo bleiben die Elite-Barbaren? Kein Elite-Barbaren kommen. Das heißt, ich werde mir jetzt hier mal einen schönen Blitz gönnen. X der Blitz, ihr wisst Bescheid. Zack, zack. Alles easy going. Hier kommt jetzt nochmal ein Kampfholz rein. Und hier nochmal ein Elektromagier. Auf der anderen Seite kommt von ihm der Royal Giant. Hier kommen jetzt nochmal Skelette von uns. Ja, die Seite könnte dann gleich ein bisschen kritisch werden. Hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal unsere Nachthexe. Oder er verteidigt da auch nochmal. Das geht natürlich auch. So. Oh, 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 oh. Das ist jetzt die Frage. Bisher haben die kein Feuerball oder sowas eingesetzt. Das heißt, wir müssen jetzt hier echt reinsweaten, dass dieser Hawk Rider hier nicht durchkommt. Und er kommt nicht durch. Und das heißt, wir haben dieses Match hoffentlich gewonnen. Die haben keinen Blitz. Gutes Spiel. Nice Sache. Und da haben wir auch den Fight gerockt. Cooles Ding. Und vielleicht kann ich euch ja gerade sogar mal die Seite zeigen. Ich denke mal, viele von euch werden die kennen. Aber unter meinem Video, wo ich die Super Magical Chest gezogen habe, haben auch viele geschrieben, ey, hier, zeig doch mal oder kannst du mal sagen, wie du herausgefunden hast, dass du da eine Super Magie-Truhe bekommst. Deswegen zeige ich euch das mal ganz kurz. Und zwar heißt die Seite Stats Royale. Den Link kann ich euch vielleicht doch einfach mal in die Videobeschreibung packen, also einfach mal unten gucken. StatsRoyale.com. Dann braucht ihr noch euren Spieler-Hashtag. Den findet ihr ganz einfach hier. Das ist bei mir Hashtag LUPVQ. OV, alles ganz gechillt. Und dann gehen wir einmal ganz kurz zurück. Und dann könnt ihr auch hier schon in eurem Profil sehen, was so Statistiken von euch sind. Ich habe hier zum Beispiel 233 3 Crown Wins. Ist jetzt, glaube ich, nicht so krass. Epic Chest available in 3 days. Okay, das wusste ich noch gar nicht, dass sowas
dass sowas hier auch angezeigt wird und ich krieg eine legendäre Karte in 13 Tagen. Okay, es scheint recht interessant zu sein. Bisher kann ich nur, dass man hier die Upcoming Chests sieht. Und ein Arena-Pack kriege ich in 2 Tagen. Okay, wir können hier vielleicht nochmal gerade kurz aktualisieren. Denn das letzte Update war vor 22 Stunden. Und dann wird mir bestimmt auf hier gezeigt, wann ich jetzt zu 100% meine nächste Kiste bekomme. Okay, das hat jetzt halt leider nicht geklappt. Aber in etwa 14 Fights oder in 14 Wins kriege ich meine Magietruhe. Ich kann mal gerade gucken, haben wir jetzt nach dem Kampf eine goldene Truhe bekommen? Dann, ja, das heißt, wir müssen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kämpfe abwarten und kriegt noch eine Magietruhe. Also auf jeden Fall echt eine nice Sache. Kann ich euch nur empfehlen, die Seite. Wie gesagt, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich will einfach mal sagen, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst natürlich gerne wieder einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.